Okay, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu mysteriös. Ja. So ein Schwachsinn. Kann diese Brille wirklich den Schönheitsdruck ersetzen? Was ist ein Kiss-Me-Meter? Und was hat es überhaupt mit dieser Vase auf sich? Sind Erfindungen aus Japan wirklich zu gebrauchen oder sind sie einfach nur skurril? Hier kommen die fünf verrücktesten Gadgets aus Fernost. Vorhang auf für Platz 5. Und ein vibrierendes weißes Stück Plastik. Wofür kann es nur sein? Wir geben einen Tipp, es soll fürs Gesicht sein. Ui. Ui, das vibriert. Ist das sowas, so ein Anti-Zellulite-irgendwas-Ding? Das ist bestimmt irgendwas mit Elektroschocks, das tut man sich dann ins Gesicht und dann kriegt man keine Falten. Gar nicht so schlecht. Es ist ein Facelifter, den man jedoch in den Mund nehmen soll. Die Vibrationen sollen die Gesichtsmuskulatur anregen und dadurch die Haut straffen. Aber funktioniert das wirklich? Stefanie probiert es eine Woche lang aus. 3 Minuten am Tag wird sie den Gesichtstrainer im Mund behalten. Der Hersteller verspricht eine Haut wie ein Babypopo. Also das Teil geht echt nicht länger als eine Minute. Ich habe so langsam das Gefühl, dieses Teil macht eher was mit den Lippen. Ob die auch dicker geworden sind? Ich kann nicht mehr. Also das Teil ist echt brutal. Für Babypopo-Haut, nein. Ich würde sagen, nein. Leider gar nicht. Der Gesichtstrainer sorgt anscheinend nur kurzzeitig für einen Schmollmund. Versprochen wird es als Facelifting. Damit ist das Gerät eindeutig ein Flop. Weiter geht's mit Platz 4. Diese kleine Erfindung heißt Kiss-Me-Meter. Sie misst den Atem auf seine Kussqualität. Einfach einpusten und auf der Skala von 1 bis 5 ablesen, wie gut der Atem ist. Ich habe guten Mundgeruch. Also ich habe keinen Mundgeruch. Ja, grün. Du bist mehr grün. So semi-Kussmund. Ja. Nein, volle Kanne, komm. Volle Kanne. Das ist klein, das könnte man immer irgendwie dabei haben in der Hosentasche oder so. Komisch, bei unserer Straßenumfrage hatte laut Kiss-Me-Meter jeder einen frischen Atem. Ehrlich gesagt glauben wir das nicht wirklich. Gerät durchgefallen. Platz 3 bekommt eine Brille mit dem Namen Michikara. Nein, das ist keine Taucherbrille. Und nein, man soll damit auch nicht aussehen wie ein Superheld. Diese Brille lässt angeblich Augenringe verschwinden. Täglich 5 Minuten getragen, werden müde Augen wieder fit. Und sogar ein Lächeln ist garantiert. So die Theorie der Japaner. Ob's funktioniert? Drückt ein bisschen. Sonst vom Gefühl her, ja, es drückt. Schrecklich. Und ich habe nicht annähernd das Gefühl, als ob sie irgendwas bringt. Also ich finde nicht, dass ich deshalb weniger Falten habe. Das ist das Einzige, wenn man morgens müde ist und dieses Teil aufsetzt, dann zieht es einem die Augen auf, statt dass sie zufallen. Aber das schafft ein Kaffee auch. Auch nach 5 Tagen sind Annikas Augenringe nicht verschwunden. Die Brille hat leider nicht gehalten, was sie versprochen hat. Wäre auch zu schön gewesen. Kommen wir zu Platz 2 der skurrilsten Japan-Gadgets, einer Gummivase. Oder was soll das darstellen? Zur Dekoration ist es auf jeden Fall nicht gedacht. Es ist ein asiatischer Nachttopf. Das könnte vielleicht auch nur Alkoholspielzeug sein. Das war meine Bohne. Nein, es handelt sich um eine Schreivase. Die Japaner gelten als eher zurückhaltendes Volk. Wenn sie ihre Gefühle rauslassen wollen, sollte es am besten keiner hören. Anders bei den Deutschen. Ja, und warum schreit man da rein? Wenn man sauer ist, so. Ja? Ja? Ja. Das ist ja der Sinn vom Schreien, dass es laut ist. Ja. Deswegen sehr sinnloses Gadget. Platz 1 und gleichzeitig unser skurrilstes Gadget ist dieses Beauty Lift High Nose. Zugegeben, damit sieht man irgendwie aus wie Hannibal Lecter. Aber dieses Gerät soll die Nase anheben. Angeblich wird durch die Vibration in und um die Nase der Nasenrücken angehoben. Stefanie ist so mutig und wird es ausprobieren. Können Asiaten damit wirklich ihr Stupsnäschen höher legen? Nicht ganz. Scheiße. Okay, los geht's. Man gewöhnt sich echt dran. Irgendwann wird die Vibration zur Normalität. Es fühlt sich wie immer an. Die Nase ist belebt.
aber nicht wirklich angehoben. Stefanie hat jetzt zwar eine belebte Nase, funktioniert hat's allerdings nicht. Die japanischen Erfindungen sind zwar neu und außergewöhnlich, nur leider funktionieren sie nicht. Doch Spaß machen sie auf jeden Fall. Maid-Cafés gibt es in Tokio übrigens an jeder Ecke. Das Prinzip immer gleich. Knapp bekleidet und möglichst jung wirkende Kellnerinnen servieren ihren Gästen unterwürfig Essen und Getränke. Aber was für Frauen tun sich...